Hallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen wieder zurück zu LS15, die Hof-Bergmann-Karte, zusammen mit dem Tino und den Friesi. Hi Leute. Hallo. So. So, und ich will direkt mal was ausprobieren. Die Leute haben nämlich geschrieben, dass eigentlich mit diesem Mäher, den wir uns das letzte Mal gekauft haben, das Ja. Feld 17 Klee zu ernten Ach, sein möglich genau, habe ich sein auch die. Tralala muss. Ich habe da auch einen Kommentar gekriegt, wenn wir das Kleefeld gibt, Doppelertrag oder irgendwie sowas. Lol, das geht Tatsache, ne? Wir können damit Klee ernten. Das ist natürlich Sehr nice. nice. Ja. Ja, und das Klee ist irgendwie Doppelertrag oder sowas, Das ne? Klee, ja, mit Klee kriegst du viel mehr raus. Ach, scheiße. So, na, dann machen wir das Feld auch gleich noch nieder hier. Ist ja doch keine Problem. Könnte man natürlich jetzt auch Klee anpflanzen, ne? Würde durchaus Sinn ergeben, also. Können wir das, damit er direkt saht? Ja. Theoretisch ja. Müsste alles, eigentlich alles gehen, außer Rüben und Weizen. Okay. Rüben und. Ne, warte mal, mit der Direktsaat. Die wir haben, geht alles. Ja, wollte ich gerade sagen. Das war Agendorf. Das war Ach, Agendorf. jo, ja. Da, wo wir die getauscht hatten. Wo nicht mehr ging. So. Warte mal. Erstmal. Diesen hier Machen wir machen. erstmal. Ich mache hier derweil erstmal ein bisschen Weizen. Hier häckselt das gerade am Hänger unten dran mit den Oh, Renny, sag 9000. mal, was sind das für. Ich wollte auch gerade fragen, läuft die Achso, Waschmaschine? ja, Entschuldigung, der diesen Chat. Ich halt's Maul, da hört ihr es nicht. Was ist das denn? Das ist die Waschmaschine? Waschmaschine. Oh mein Ja, Gott. leider. Kannst du einfach die Tür zumachen? Ich habe zwischen Küche und Wohnstube keine Tür. Keine Tür. Nee, das ist einfach nur so ein römischer Torbogen. Ach so. Ach Den so, nenne ich sie. so ein halbrundes Ding, da Ja, kommst du. ja, ja, ja. Sorry dafür. Ja, ich habe die aber auch um 16 Uhr angemacht. Die läuft halt immer noch. Was? Wann hast du die angemacht? Um 16 Uhr. Es ist 19 Uhr. Ich weiß. Wieso läuft die noch? Keine Ahnung. Ja, was? 60 Grad Buntwäsche. 60 Grad? Ja, muss ich diesmal machen. Ich musste allgemein ein bisschen was umstellen. Ich musste neues Waschmittel kaufen und alles, weil Warum? musste zum Doc. Ich habe das alte Waschmittel nicht mehr vertragen. Warum auch Oh. immer. Was heißt nicht Aber vertragen? Haut hat reagiert. Ausschlag Ja, gehört. dann, ja, nicht Ausschlag, aber die hat halt so, ne, so wie Brot, ne, wurde halt rötlich, so als würde sie, als würde die verbrennen oder so. Und hab gedacht, was soll denn das jetzt hier liegen? Ja, dann halt zum Dingsding gemacht. Ich glaube, dann war ich ja bei der Oma an den Tag. Ja, und die Oma war natürlich wieder sofort zum Arzt. Ich sage, geht auf, nee, sofort. Da bin ich dann noch dort vor Ort zum Allgemeinmedizinerin gegangen. Und die hat sich das angeguckt und ich habe das so erzählt, im Tritrat, tralala. Und die meinte, naja, könnte am Waschmittel liegen. Und dann habe ich jetzt neues Waschmittel und seitdem ist es auch nicht mehr. Da hat sie recht, aber jetzt muss ich die ganzen Klamotten, die ich ja mit den alten Waschmitteln gewaschen habe, nochmal neu waschen. Ach so, ja. Ja. Also Bescheuert sowas. Jetzt hast muss du ich nochmal was. anderthalb Maschinen. Nee, es ist schon ein bisschen mehr. Ich habe mal Also. auf dem T-Shirt. Ja. Nochmal, du hast was? Auf dem T-Shirt, ja, ich weiß. Man sieht Ja. immer manchmal nur die gleichen, Warum? aber. Manchmal? Ja, öfters. Du Aber ich hast hab immer genug. dasselbe an, du Vollhorst. Ich hab dir extra sogar T-Shirt und Pullover geschenkt. Zum Geburtstag, weil du immer dasselbe anhattest. Na gut, ich kann mich an zwei erinnern. Ganz schön zwei. Ach, ich hab den Wolf. Dein Wolf und dein Sachsen-Netzflyer. Naja, na die habe ich noch schon den Wolf. Jetzt hab ich deine Kuh, deinen Vogel. Dann hab ich noch irgendwas, wo ein Wolf Lewinden drauf ist. Dann allgemein so ein Torsiegel da. Ja, muss man sich erzählen, was für T-Shirt-Logos am Was Start weiß hast. ich, genug. Ja, aber das rotiert halt immer alles. Du sehen ist halt Schlafzeug, das andere ist halt Dingszeug und das wechselt halt in der Nähe. Und wenn ich in der Woche eh zweimal welche mache, ja, kann das schon mal durchaus sein, dass das eine T-Shirt dann mal öfters dran kommt, ist klar. Naja, Das ist also, klar. Und dann okay. gibt es noch Klamotten, die ziehe ich halt auch wirklich bloß intern an. Ne, weil auch frei will keiner sehen. Randy hat ja auch ein Bauchnabelpiercing. Ja. Nice. Ah, das wisst ihr nur ja schon. Irgendwas? Ja, das sind die alltäglichen Probleme. Jetzt muss ich auf Waschmittel für. Das hat der Scheiß gekostet, ich glaube 4 € oder so. Mein Gott, ey. Das ist. Und Korall.
Korall. Korall. Sinnlos. Also ich verstehe hier ein was nicht. Der Pickup sammelt hier auf. Ja. Und legt eine Schwarte aber auch gleichzeitig ab. Aha. Also das ist gerade etwas strange, wenn ich ehrlich bin. Warte mal. Grasaufnahme deaktivieren. Musst du nachher noch das P oben in die Ecke machen, wa? Produktplatzierung. Ja. Für Korall. Ja, jetzt wo du mit Bibi zusammenarbeitest, für Korall da und so. Ja, weil Bibi und Sophie mit Korall zu tun hat. Weiß ich ja nicht, was die weil mit ja, weil ja Alter. Bibi und Sophie mit Waschmittel zu tun haben. Ja, weiß ich ja nicht. Machst du nicht Waschmittel? Nee. Lücke, weißt du das nicht? Das ist stimmt, du müsstest so einen YouTube-Kanal, so Let's Wasch. Lücke. Ja, was Waschmittel im Test. Ist doch schon schön, ne? So Unboxing, das neue Parasil extra stark. Machen wir die Tüte mal auf. Nochmal bitte, das neue was? Was hab ich gesagt? Larasil oder Persil? Perasil. Persil. Perasil hast du gesagt. Persil. Persil ist ja. Ja. Ja, das neue Persil extra stark. Ich weiß, was der hier aufsammelt gerade, ehrlich gesagt. Machen wir mal die Tüte auf, so, da ist das Pulver drin, 5 Kilo, kurz abschmecken. Kurz abschmecken. Alles klar. Ein bisschen Zucker fehlt. Zucker fehlt. Jetzt den ultimativen Waschtest. Ja, schäumt schön. Können wir machen, Kaufempfehlung. Link zu Amazon in der Beschreibung. Amazon. Du kannst über Amazon alles bestellen. Alles. Ja, das ist wohl wahr. Amazon aber hat nichts, was es nicht gibt. Nur zur Info, das zweite Silo ist fertig, mit Silage. Oh. Also Silage ist fertig. Ja, dann. Können wir wieder ein bisschen Geld verdienen hier. Das ist doch wunderbar. Ja. Ja, wir wollten ja Kartoffeln jetzt machen oder so, ne? Wollten wir dann mal so langsam in die Richtung gehen, ja, um Schweinefutter zu produzieren. Ich weiß, es sind ein paar Leute dabei, die sind jetzt nicht so angetan von der Kartoffel. Geschichte, aber weil wir das ja auf Südhemmern schon so gemacht haben, aber Fiesi hat es auch noch gar nicht gemacht. Und man muss auch dazu sagen, wir brauchen die Kartoffeln ganz einfach auch, wenn wir hier in die Schweinemast gehen wollen. Weil das Schweinefutter ist halt unersetzlich. Leider. So, aber für jetzt Kartoffeln gibt es keine Direktsaat, oder? Nochmal bitte? Für Kartoffeln gibt es keine Direktsaat, oder? Nur modifizierte. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob der hier immer noch was aufliest. Weil das würde mich ja, dann dachte ich mich ja tot hier. Also hier stimmt was nicht. Warum? Also hier ist irgendein Bug. Mit dem Klee. Weil wenn ich jetzt über die Kleeschwart fahre, tut der immer wieder Klee aufsammeln in Massen. Weißt du wie? Die Schwart geht aber nicht weg. Ja. Das ist dieser hohe Ertrag. Wir haben doch die Sämaschine Pottinger, oder nicht? Pöttinger. Pöttinger, ne? Kann doch Kartoffeln ansehen. Ja, aber wir können es ja nicht ernten. Ach, jo, da war ja was. Aufs Feld drauf ist kein Thema, aber ernten müssen wir es ja auch, ne? Ja. Was haben wir denn zum Ernten aktuell? Müssen wir da modtechnisch noch was machen, oder? Also, Mods für Kartoffelernten haben wir nichts. Dann sollten wir mal überlegen. Achso, nee, das war wieder. Die anderen mit den 12 Reihen da. Oder ich weiß nicht, ob wir es bis dato halt schon hingekriegt haben. Dann kommt ja auch das Holmer DLC irgendwann im März. Im Anfang März. Ah. 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 Das sind dann ja neue Maschinen mit dabei. Stimmt. Und, gut. Und. Wie sieht's aus mit, Ropas? Und dieser und die Maus, ja, könnte man rein theoretisch mitnehmen. Naja, die Maus ist doch der Überlader, oder? Richtig. Und der Tiger ist doch aber der Rübenernter. Ach, Rüben, ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob es da wo haben wir was zum Rübenschnetzeln? Ein Rübenschnetzler, haben wir sowas? Da haben wir doch so ein Schild drin, dass es extra kann, oder nicht? Ja. War das hier nicht drauf? Das war hier gibt's hier einen Rübenschnetzler, so ein Rübenschnetzelanlage oder sowas? Rübengeschnetzeltes, ne? Rübengeschnetzeltes, mit so echten Thüringer Glößen? Ja. Ach, wie hieß denn das, was wir damals auf Südhemmern hatten? Rübenschnitzler halt, wo man das Schweinefutter dann irgendwie, oder weiß ich was das war. Oder waren das auch Erdäppeln?
Nee, da gab es doch noch eins, wo wir unten die Erdäpfelwaschmaschine hatten. Da war doch noch so ein anderes Ding, wo du Rüben reinhauen konntest, der dann Rübenschnitzel gemacht hat. Das dann zu Mischration verarbeitet hat. Aber ob das hier verbaut ist, whatever. Warte mal. Wusstet ihr Es eigentlich? gibt, also pass auf. Rübenschnitzel gibt's. Herstellung aus Zuckerrüben im Beatmaster. Also es gibt einen Beatmaster. Und es ist zum Verkauf und Tierfutter. Übrigens, was wir noch machen können, wir können in den Seedmaster. In den Seedmaster auch das den Mais, den geernteten Mais, mit dem wir sowieso nichts anfangen können, reinschmeißen. Und in die Getreidetrocknung auch. Nö. Theoretisch am lohnenswertesten ist es, glaube ich, eigentlich Mais zu ernten und das quasi zu trocknen. Und dann kriegst du, glaube ich, den meisten Ertrag daraus. Ich weiß nicht, warum der hier eine Schwarte ablegt. Also ich finde es gerade echt sehr, sehr witzig. Keine Ahnung so richtig. Glaube ich einfach auch, sogar wenn ich über das nackte Feld fahre, sammelt er trotzdem genauso viel ein. Ist irgendwie ziemlich strange gerade. Ich jetzt hier einfach über das nackte Feld fahre, ja. Der sammelt immer ein, egal wo. Das ist geil. Dann ist der Mod verbuggt. Ja, irgendwie hat er eine Macke. Aber eigentlich. Bei Gras war das bei Gras auch so? Mal ausprobieren. Ist eigentlich ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin. Das ist ja gecheatet, das ist ja doof. Ja. So. Na gut, ein bisschen was mehr hier auf jeden Fall noch von dem guten Klee. Habt ihr eigentlich gewusst, dass es von der Südhelm eine extra Version von euch gibt? Ja, wussten wir. Achso, okay. Jo, war damals mit Absprache mit dem Modder halt so. Der hat dann noch mal was gemacht, obwohl ja eigentlich die Arbeit an der Map beendet war. Achso. Ja. Hat dann aber noch mal so ein paar Sachen nachgereicht. Das ist ja geil. Jo, fand man auch. War ganz cool eigentlich. War sehr netter. Wisst ihr, was so richtig Bombe wäre? Ne. So eine richtige Map, also die von Grund auf nur geschnitten wurde für euch, das wäre nice. Ja, das So, oder versuchen wir für ja schon uns. seit 2 Jahren. Das ist leider nicht so einfach. Wir hoffen einfach, dass es auf das FSM-Team, dass da wieder was Bombastisches kommt. Weil, wie gesagt, die Aggendorf ist ja auch mega nice. Das ist wohl wahr. Aber die Arkendorf ist ja noch nicht komplett fertig, ne? Da geht noch was weiter, oder? Es soll noch ein paar Versionen schreiben, ins 4 oder ins 5, irgendwie sowas. Irgendwo sollte noch kommen, genau. So, ich habe jetzt erstmal ein bisschen Gras hier geerntet, aber ich weiß gar nicht, wie weit wir in der Folge sind. Noch 2 Minuten, eine Ja. Minute. Gut, dann stelle ich das Teil erstmal wieder ab, weil das ist ein bisschen blöd, finde ich. Was habt ihr jetzt hier reinge. Ach, häckselt ihr? Ich häcksle. Okay. Ich habe ja den 90.000 Liter Dings hinten dran, da geht Was sich das. machst du, Freezy? Mach die BGA wieder voll. Noch ein Hänger, dann ist sie fertig. Warum? Oder willst du was Die anderes machen? BGA wieder voll? Ja, mit Stroh. BGA mit Stroh? Ja, ich wollte die. Biogas? Du meinst die, ach so, die Biogasanlage. Ja. Stimmt natürlich. Gut, dann schnappe ich mir mal den hier. Wir warten schon seit 4 oder 5 Folgen, dass es regnet. Ja. Das stimmt. Passiert aber auch Wir nicht. lassen halt auch auf 1 laufen, ne? Ja, das ist halt nicht passiert, so schnell.
Aber selbst da sind ja schon 3 Ingame-Stunden Minimum vergangen. Da ist immer noch nichts passiert seit der Ankündigung. Römischer Wetterdienst. Wer weiß, brauchst du nur mal bei i gucken, wann der Regen gemeldet ist. Für heute. Naja, steht aber auch die Uhrzeit, oder? Naja. Stehen da nur die Tage? Heute Regen bei 16 maximal, 4 minimal. Achso. Ich glaube, wir passen da dran gar nicht runter, oder? Und morgen bewölkt Nee. bei 18 maximal und 9 minimal. Zurzeit gibt es nichts zu So, vermelden. sind aber fertig erstmal. Wir sind Ja. 40, alles klar. Na dann würde ich sagen, Däumchen da lassen, nicht vergessen, meine Freunde, bei den anderen zwei vorbeischauen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, oder Renne? Tschüss. Tschüss, Leute.